Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und zwar, wie versprochen, dieses Video ist wieder für meine Fortgemeinschaft. Heute werden wir uns mal darum widmen, wie man Forcecam installiert, Schritt für Schritt, was man machen muss, wie man sich registriert und so weiter und so fort. So, aber erstmal einen Schluck aus meiner Flasche. So. Wenn ihr diese Flasche auch haben wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Das ist natürlich mit einem zusätzlichen Verschluss, kann man die benutzen. Heißt, man schraubt den hier ab und hat man hier so einen Karabinerhaken. Eine richtig schöne, geile Performance. Jester MK8 ST Flasche. Ihr könnt den Text natürlich frei wählen. Bei Interesse einfach eine Mail an mich. So, wir gehen folgendermaßen vor. Wir gehen auf Google, suchen uns Forcecam. Direkt das oberste anklicken. So, dann klicken wir da weg. So, und dann gehen wir hier oben auf Produkte, also Products. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal haben wir die Version für Windows, die 2.3.33 Beta. Es sind immer Beta-Geschichten, weil die ja immer weiterentwickelt werden. Hier kann man sich verschiedene Lizenzen kaufen, wenn man jetzt keine Lust hat, alle paar Monate neu zu generieren. Hier haben wir das Programm für iOS, also fürs Handy. Und hier nochmal für Android. So, hier wird nochmal erklärt, was in dieser Version geändert worden ist. Welche Funktionen, was ist verbessert und. Wenn man etwas heruntergeht, so, kann man natürlich auch alte Versionen runterladen. So, in unserem Fall downloaden wir das hier und ganz normal installieren. Das brauche ich jetzt nicht zu zeigen, das ist wie ein ganz normales Programm. Einfach ja, Lizenzbedingungen und so weiter. So, dann haben wir das Programm installiert und gestartet. Dann kriegen wir diesen Bildschirm hier. So, wie ihr seht, ist es jetzt noch nicht registriert. Das heißt, es ist eine Standardlizenz, die Hardware-Nummer. So, jetzt gehen wir hier auf Copy. Mit dem Copy kopiert er in dem Sinne diese Nummer hier. So, animieren. Und gehen, holen Sie sich eine kostenlose Extend-Lizenz. So, für 2 Monate. So, falls man noch nicht registriert ist, muss man sich natürlich auf der Seite erstmal registrieren. Dann bekommt man einen Benutzername und ein Kennwort natürlich. So, dann loggt man sich ganz normal ein. So, kann man hier nochmal zeigen. So, ja, das logge ich mal aus. So, das heißt, man wäre jetzt hier auf der Seite. Man registriert sich hier. So, ja, ich stimme zu. So, gibt hier alles ein. Die Sprache, Kennwort, Passwort etc. pp. Fahrzeug sollte man auch so eingeben, was man hat. Also ein Fiesta, MK4, 7, 6 hast du nicht gesehen oder Focus. Ja, man generiert es und dann wird man freigeschaltet hier per E-Mail. Dann geht man auf Anmelden. So, speichert du mir nichts. Dann können wir hier wieder aufgehen. Nach der Anmeldung sind wir dann hier in dem. So, dann gehen wir hier drauf, den dritte. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Hier haben wir dann so eine Anleitung. Gehen hier auf den Link. So, und hier fragt er dann verschiedene Dinge ab. Wie Name, Vorname, Telefonnummer, da kann man jetzt eingeben, wo man Spaß dran hat. So, und jetzt kommt hier die Hardware-ID. Das ist das, was wir vorhin rauskopiert haben. Also die hier. Die wird jetzt hier eingefügt mit rechte Maustaste einfügen. Generieren. So, und wie ihr seht, ist der Lizenzschlüssel generiert. Ja. Jetzt gehen wir auf Herunterladen. Der Download beginnt. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu Forcecam und sagen Lizenzschlüssel laden. So, jetzt gehen wir in den Download-Ordner. So, Downloads. So.
Ich habe jetzt schon zwei Keys. So, jetzt suche ich mir den Key aus. Das wäre in dem Fall jetzt Key 1. Sage okay. Jetzt sagt das System ja, neu starten. Bestätigen wir auch mit ja, blub blub. So, jetzt können wir das kontrollieren. Erweiterte Lizenz, Alexander Kürten, tralala, bis zum 8.5. Also 5.8. Also sieht man ja hier. Ja, und das war es eigentlich schon mit der Installation von Forescan. Falls euch das interessiert, es kommen noch mehrere Videos. Das nächste Video wird sein, eine Programmierung mit Forescan, wie ich an dem Ford Fiesta ST die Lenkradheizung oben ins Display aktiviere und die Sitzheizung. Dasselbe funktioniert natürlich auch bei anderen Modellen wie Focus, Kuga und so weiter und so fort. Und abgesehen davon werden wohl noch mehrere Videos kommen bezüglich Programmierung Forescan, zum Beispiel automatische Verriegelung, Nebel, also dass man die Nebellampen so aktiviert, dass sie als Standlicht funktionieren oder ach, etc. pp. Ja, da wird es noch einiges geben, zum Beispiel wie man den Sound ein bisschen ändert an der Bang & Olufsen Anlage, wie man das Bootlogo ändern kann und. Also es lohnt sich, ein Abo dazulassen, weil es kommen noch einige Videos. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal. Ciao!